Hallo, hallo. Ich bin der Achim, ich darf mich da ganz kurz vorstellen. Ich stand da schon eine ganze Zeit lang mit, baue immer wieder mal was auf. Und was mir jetzt heute an den Reden bislang noch gefehlt hat, war, dass wir heute eigentlich ein negativ historisches Datum haben. Es ist der 20. April. Und in der Ukraine sind jetzt leider Gottes auch wieder ein paar zusätzliche Ausbilder aus Amerika eingeflogen worden, die jetzt da drüben mit diesem Tag irgendwie ein wenig was historisch starten wollen. Was das jetzt genau ist, können wir uns, glaube ich, alle ausmalen, da brauchen wir jetzt nicht spekulieren. Aber es kickst mich einfach an, dass sowas genau an solchen Tagen nur zusätzlich aufgebauscht wird und es passiert einfach nichts. Das wird den Leuten überhaupt nicht erzählt und bei uns kommt es gar nicht an. Und es kotzt mich einfach an. Und ich würde am liebsten laut brüllen, ich weiß nicht, sollen wir das jetzt echt? Sollen wir jetzt? Es ist Scheiße! Ich kann's nicht mehr lesen, ich kann's nicht mehr hören. Warum muss das immer noch passieren? Verdammt, wir sind doch zivilisierte Gesellschaft angeblich. Warum muss das dann immer noch auf so einem Dreck passieren? Danke, dass ich es rauslassen durfte. Ich wollte es jetzt bloß heute noch mal ganz kurz ansprechen. Danke, dass ihr da seid. Schön, dass wir weitermachen. Nicht die Alleinunterhalter, ihr seid alle auch da und ihr könnt mitmachen und ihr seid eingeladen, euch zu beteiligen, wie immer ihr auch könnt und wollt. Diese Friedensmahnwache ist für alle Menschen, die eben sich dafür fühlen, dass sie dafür dastehen wollen. Und wartet nicht, dass wir nur sozusagen eine Show abziehen. Wir sind keine Profis oder was. Wir stehen wirklich so wie der Achim jetzt. Wir haben unsere Gefühle, wir haben unsere Emotionen, wir haben unsere Ideen und die wollen wir einfach rüberbringen. Aber das könnt ihr genauso. Und ihr könnt aus dieser Trägheit, die die Menschen so befallen hat, wieder in Aktion gehen. Und das ist sehr wichtig, damit wir uns nicht als Opfer fühlen. Also ich lade euch wirklich ein, das zu tun. Ich weiß, dass es nicht angenehm ist, hier vielleicht vorne zu stehen und zu reden. Man muss sich dran gewöhnen. Das ist so ein bisschen eine Schwelle, die man überwinden muss. Aber es tut wirklich nicht weh. Und wenn man sich blamiert, naja, oh Gott, so blamiert man sich halt. Es soll nichts Schlimmeres passieren. Es ist nur das Ego, das blamiert wird, nicht der Geist. So, wer noch gerne etwas beitragen möchte oder etwas sagen möchte oder eine Idee hat, bitte, das Mikrofon ist hier. Inside the mountain, I see fire.